Moin, wir testen hier heute mal die Sea Ray 320 Sundancer, die Außenborder-Variante mit Doppelmotoren 350 PS. Wir liegen gerade hier vor Anker in der Kieler Förde. Wir haben heute wirklich mal über 30 Grad Sonnenschein und das im Juni, das haben wir wirklich selten. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt, mal das Boot zu nehmen, um mal rauszufahren und euch das ein bisschen zu zeigen. Bei der Sea Ray 320 Sundancer handelt es sich um ein 10,5 Meter langes Boot. Breite haben wir 3,23 Meter und Gewicht bringt das Gespann hier gute 7 Tonnen auf die Waage. Topspeed mit den Motoren haben wir gute 38 Knoten erreicht. Ja, und ich zeige euch mal ein bisschen das Boot. Im Bugbereich ist die wunderschöne Lounge. Das ist eigentlich das Highlight dieses Bootes. Hier kann man mit 3 Personen bequem sitzen. Wir haben in der Breite 1,60 Meter und die Sitze kann man auch noch bequem hochstellen, dass man hier wirklich super bequem sitzt. Mit klappbaren Armlehnen und auch höhenverstellbaren Kopfstützen. Und natürlich ausreichend Getränkehalter sowie Lautsprecher hier vorne, dass ich auch bei voller Fahrt noch Musik habe. Ein Ankerkasten ist auch noch vorhanden. Frische Ankerwinde mit Fernbedienung, auch vom Steuerstand bedienbar. Wir liegen jetzt auch gerade hier wunderschön vor Anker. Hält wunderbar. Zum Bug hin haben wir einen breiten Gangbord. Man bekommt Befehl noch vom Bug zum Heck. Wir haben hier ein sehr sicheres Gefühl. Wir haben hier wirklich 70 cm Freibordhöhe. In der Breite haben wir hier knapp 50 cm, 48 cm. Wenn man bei rauer See fährt, kann man hier natürlich noch die Tür schließen, sodass hier kein Wind oder Wasser durchkommt und natürlich auch noch die Scheibe, die hier dann auch verriegelt ist. Und so habe ich auch weniger Fahrtwind oder auch bei Regen auch mal alles safe. Das ist das Standard-Hardtop. Das Boot gibt es auch als Coupé-Version. Dann habe ich die Frontscheiben geschlossen und dann gibt es optional auch die Seitenscheiben komplett geschlossen. Und hier oben fürs Dach gibt es natürlich auch noch ein Schiebedach, das offen ist. Das kann sich jeder so wählen, wie er es mag, je nach Fahrrevier. Ich bin Freund vom Offenfahren. Ich will den Wind um die Nase haben, wenn ich Boot fahre. Das gehört für mich einfach dazu. Der Beifahrersitz ist verstellbar. So habe ich die normale Beifahrersitzposition. Und einfach nach vorne klappen, dann habe ich den Launchbereich hier nochmal vergrößert. Der Steuerstand zeigt sich sehr aufgeräumt. Wir haben Digital Dash, sprich in einer Ebene sind die Monitore hier verbaut. Wir haben hier zwei 9 Zoll Plotter drin, gibt es optional auch mit 12 Zoll Plottern. Hier sind auch alle Motoreninstrumente drin. Hier habe ich jetzt eingestellt Kartenplotter und Fischfinder-Tiefenanzeige, sowie die Motoreninstrumente, die hier drauf laufen. Kann ich alles hin und her individuell tauschen. Habe hier die Tankanzeige drin, alle Daten, die das Boot braucht. Von Autopiloten bis Radar, Navigationsbildschirm und so weiter, was ich hier drauf machen kann. Ein hochwertiges Fusion-Radio ist verbaut mit insgesamt außen 6 Lautsprechern. Ein Subwoofer natürlich macht einen sehr, sehr guten Klang. Dann haben wir hier die ganzen Schalter für die Beleuchtung, Bildschirmpumpe, Signalhorn, Ankerwinde und so weiter, alles was man so braucht. Bugstrahlruder optional. Hier unten ist das Funkgerät. Die Motoren haben eine Joystick-Lenkung. Super komfortabel damit zu fahren. Das kann wirklich jedes Kind damit anlegen, weil das Boot macht genau das, was ich mit dem Joystick mache. Das heißt, wenn ich nach Steuerbord lenke, fährt das ganze Boot wirklich so nach Steuerbord. Ich kann den drehen. Das zeige ich gleich mal, wenn wir noch unterwegs sind. Wir liegen jetzt noch vor Anker, was das Boot dann macht. Autopilot ist integriert. Das zeige ich auch gleich, wenn wir nochmal fahren. Fahrhebel für 2 Motoren steuerbar, auch sehr schön. Ich kann auf einen Hebel schalten, kann einen wegnehmen und fahre dann die beiden Motoren nur mit einem Hebel. Der Bugbereich der Kabine zeichnet sich durch eine bequeme Sitzecke aus, wo man wirklich gut sitzen kann. Ich habe einen höhenverstellbaren Tisch. Den Tisch kann ich absenken komplett zur Liegefläche, sodass hier weitere 2 Personen schlafen können. Auch hier unter den Sitzen habe ich jeweils ausreichend Stauraum. Habe hier auch wieder eine hochwertige LED-Beleuchtung. Sowie Lautsprecher, ein Fernseher mit DVB-T-Empfang. Auch sehr schön gemacht. Hier sind die Seitenscheiben, dass ich, wenn ich hier in der Kabine sitze, trotzdem rausgucken kann und den Meerblick habe. Einfach wunderbar. Die Bordelektrik befindet sich hier. Hier kann ich hauptsächlich alles schalten, was ich so habe. Ich habe hier wirklich Zündschlüssel für die Motoren, diverse Schalter für Frischwasserpumpe, Kühlschrank, Kabinenlichter und so weiter. Ich habe hier noch ganz schön drin einen Inverter, das heißt, ich habe immer 220 Volt an Bord. Ich habe hier auch eine Mikrowelle. Wenn ich die nutzen will, jetzt hier vor Anker, geht das natürlich auch, da wir ausreichend Strom haben.
Auf der Backbordseite der Kabine ist noch ein Kühlschrank, ein zusätzlicher, also ein Standardkühlschrank, die Mikrowelle und auch hier wieder weiterer Stauraum. Die Nasszelle dient gleichzeitig als Dusche. Wir haben eine Toilette, die elektrisch bedient wird, mit Fäkalientank natürlich. Ein Duschbereich und ein schönes Waschbecken und auch Tageslicht nach draußen durch ein Deckfenster. Im Unterflurbereich haben wir die Koje. Wir haben in der Breite bzw. Länge 2,15 Meter, hier auch in der Länge 1,90 Meter. In der Höhe haben wir gute 75 cm, also hier haben wir wirklich ausreichend Platz. In den Seiten ist Stauraum ohne Ende. Das zeige ich euch mal hier. Ein kleiner Kleiderschrank und Staufächer. Wenn man hier ein bisschen mehr Platz haben möchte, kann man dieses Bett einfach zusammenschieben. Hab dann hier halt Sitzhöhe und getrennte Betten. Gerade wenn mal die Kinder mitkommen, die wollen ja nicht unbedingt immer zusammen in einem Bett schlafen, ist das ganz vorteilhaft. Und auch hier haben wir nochmal Stauraum. Auch in der Kabine haben wir viele nützliche Details, wie zum Beispiel eine kleine Leselampe, sehr hochwertige LED-Beleuchtung, die wirklich gut aussieht. Ganz wichtig, ein CO2-Warner dort in der Ecke für die Sicherheit. Und auch hier überall Staufächer. In der L-Sitzbank hinten am Heck befindet sich jeweils Staukästen drunter. Der Tisch ist absenkbar zur Sonnenliege, sodass ich das hier auch komplett als Sonnenliege nutzen kann. Ich baue das mal eben um. So, mal auf die Schnelle umgebaut. Zu messen ist das schwierig, ich habe einen Zollstock hier hingelegt, das sind 2 Meter, also 2 Personen können hier bequem liegen. Und wenn ich dann hier hinten auch noch liegen möchte, kann ich das hier umklappen. Und habe wirklich eine riesige Sonnenlounge. Egal von wo die Sonne kommt, ich kann mich immer bequem hinsetzen, ich kann hier hinsetzen, ich kann zum Heck raus sitzen. Einfach wirklich, wer gerne in der Sonne sitzt, ist hier genau richtig. Im Außenpantry-Bereich gibt es einen optionalen Kocher, der ist hier nicht installiert. Also es gibt einen Kocher mit Spiritus und 220 Volt, alternativ einen 220 Volt Grill oder nur ein 220 Volt Kochfeld. Das kann man sich optional aussuchen. Hier ist jetzt nichts installiert, da habe ich hier Staufach drunter. Ein kleines Waschbecken ist auch vorhanden und außen noch der optionale Kühlschrank, der wirklich groß ist, wo viel reinpasst. Und hier noch Platz für Mülleimer. Zum Heck hin habe ich noch 2 wunderschöne Sitzplätze, wo man hier bequem zum Heck hin raus sitzen kann. Unter den Sitzplätzen befindet sich weiterer Stauraum für Fender, Landstromkabel oder ähnliches. Und dann haben wir hier in der Luke noch die Batteriehauptschalter, die Landstromverteilung und Wasseranschluss. An der Badeplattform befindet sich natürlich auch eine Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser. Auch lang genug der Schlauch, dass man dann wirklich duschen kann. Motorisierung. Installiert wurden hier eine Doppelmotorenanlage mit jeweils 350 PS, Mercury Verados. Das sind kompressorgeladene 6-Zylinder-Motoren mit Joystick-Lenkung. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Das Boot gibt es auch mit einer Drillingsanlage mit 3x250 PS. Das ist immer Geschmack, was man haben möchte. Die Fahreigenschaften mit diesen Motoren hier finde ich eigentlich sehr gut. Topspeed 38 Knoten. Verbräuche blenden wir mal wieder während der Fahraufnahmen ein. Das habe ich hier über das Vessel View Mobile ein bisschen mitgeplottet, dass ihr mal seht, was das verbraucht. Und der Volllast ist natürlich schon relativ viel, aber im Durchschnittsverbrauch kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Auch der Gangboard zum Heck hin ist sehr komfortabel. Man kommt hier super vorbei, hat überall Griffe zum Festhalten. Auch eine Tür ist hier vorhanden, dass wenn kleine Kinder oder Haustiere mit sind, dass sie nicht über Bord gehen können. Es gibt ganz viele gut durchdachte Details an diesem Boot. Die zeige ich euch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Zum Beispiel hier Armlehne und darunter eine vernünftige USB-Buchse und Platz, um mein Handy hinzupacken. Getränkehalter eigentlich überall an Bord.
überall Staumöglichkeiten, zum Beispiel hier so ein kleines Fach, wo man Fender oder irgendwas reinpasst. Am Steuerstand ein Platz, wo ich meine Handy hinpacken kann, mit einer Anti-Rutschmatte. Armlehne für den Beifahrer mit Angstgriffen. Getränkehalter. Auch Raum unter jeder Sitzbank. Oh, da ist noch mehr Bier drin. Verstellbare Fahrersitzbank mit Flip-Up-Positionssitzen. Wasserablauf, alles Wasser, was vom Bug kommt, läuft hier rein und direkt raus. Hier befindet sich auch noch eine kleine Kühlbox drunter. Jetzt wollte ich euch mal den Joystick zeigen. Wir haben hier den Joystick. Wenn ich jetzt nach Steuerbord fahren will, drücke ich nur so. Und die Motoren oder das Boot fährt dann wirklich einfach nach Steuerbord. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Bug gedreht haben will, mache ich so. Und das Bug dreht ohne Bugsteuerruder. Oder ich will jetzt nach hinten fahren, mache ich einfach nur nach hinten und das Boot fährt nach hinten. Das machen alles die Motoren alleine. Eine ganz tolle Option, die wir haben an diesem Boot, ist Skyhook. Wenn ich die Taste drücke, Skyhook, bleibt das Boot an dieser Position stehen. Egal, wie viel Wind, Welle ist und so weiter, mit einem Versatz von maximal 1 Meter, sagt der Hersteller. Sehr vorteilhaft, wenn ich im Hafen mal die Leinen fertig machen will, Fender rausmachen will. Boot bleibt da, ohne dass das Versatz hat und ich einen Anker schmeißen muss. Wirklich sehr komfortabel.
Also es gibt schlimmere Arbeitstage. Wenn ich die Joystick-Lenkung habe, habe ich automatisch auch einen Autopilot mit hier drin. Wenn ich die Taste hier drücke, habe ich automatisch einen Autopilot drin. Kann mit der Drehung 1 Grad den Kurs ändern. Oder ich setze den Hebel einmal ordentlich rüber und dann habe ich gleich 10 Grad Kurswechsel. Ich kann natürlich auch über den Plotter Wegpunkte mit einsetzen, dass er die abfährt. Macht die Fahrt wirklich wieder komfortabel und entspanntes Reisen ist damit möglich, wenn ich längere Strecke fahre. Sobald ich wieder das Lenkrad übernehmen will, einfach Lenkrad übernehmen und dann schaltet der Autopilot sich ab. Bekomme eine Meldung auf dem Plotter, dass der Autopilot in Standby ist und ich das Ruder sofort übernehmen soll. Fahrwerte. Wenn man jetzt Vollgas hier gibt, habe ich mal eingeblendet, verbraucht das Boot ja relativ viel Sprit. Da bekommen wir erstmal einen Schock. Wir haben jetzt 10 Betriebsstunden hier auf den Motoren und haben einen Gesamtdurchschnittsverbrauch von 330 Liter. Das heißt pro Betriebsstunde 33 Liter. Man fährt ja nicht nur Vollgas, sondern fährt jetzt auch mal ganz entspannt, so wie hier. Das ist, denke ich mal, ein akzeptabler Durchschnittsverbrauch für diese Bootsgröße. Tag geht dem Ende zu, die Sonne geht gleich unter, müssen gleich leider vom Ankerplatz weg. Abschließend kann man sagen, ein wirklich schönes Boot in der 10 Meter Klasse. Wirklich seinesgleichen mit den ganzen Lounge-Bereichen sitzen. Ist wirklich wunderbar gelöst, sehr, sehr hochwertig. Also alle verwendeten Materialien sind top. Liegerverarbeitung auch wirklich Sea Ray-like, wirklich Oberklasse. Fahreigenschaften sehr gut mit den Doppelmotoren, gerade die Joystick-Lenkung macht wirklich Spaß zu fahren, kinderleicht anzulegen. Dadurch, dass wir Außenbordmotoren haben, haben wir dort, wo Platz ist für die Innenborder, massig Platz. Ich mache mal den Deckel auf. Das geht natürlich elektrisch. Wie man sieht, hatten wir hier ausreichend Platz, um die ganzen Planen unterzubekommen. Die Batterienbänke sind hier untergebracht, Wassertank, Fäkalientank und Kraftstofftanks. So, damit ihr mal seht, wie viel Stauraum hier ist, habe ich mich hier mal reingehockt. Wenn man abends im Hafen sitzt, kann man sich auch noch chillige, ambiente Beleuchtung anmachen. Gibt es in Blau und in Weiß. Hier ist Blau installiert, wie man sieht.